Da geht es auch noch nach unten, das wollen wir aber nicht. Und Kampfmusik. Oh. Schießen wir nochmal zurück. 29. Hm. Okay. Oh, warte mal, können wir uns duken? Nicht so wirklich. So. Ein, zwei Münzen lassen wir liegen. Pfeile kommen. Ja, Pfeile können wir jetzt eigentlich auch ignorieren. Wir brauchen ja die guten Pfeile. Nee, knapp war's. So, was haben wir hier? Ein goldener Kronleuchter. Können wir nichts machen. Okay. Kaufen. Diverse Gegenstände. Frostatem, Stalaktiten, ganz viel Zauberzeug. Rüstung. Alles Magierrüstung. Rezepte. Heilung. Brauch 6 in Tränke und wir haben gerade die ganzen Charakterpunkte verballert. Gegengift. Ja, haben wir noch genug Punkte über für Tränke auf? Nein. Ein Punkt in Tränke fehlt. Na gut. Wenigstens wissen wir jetzt, dass wir demnächst TM Tränke brauchen können, die wir wirklich brauchen, nämlich die Heiltränke. Aber Stufe 9 dauert so eine ganze Ecke. Na gut, was hast du? Kaufen. Waffen. Skimitar ist doof. Haben wir eine Schmiede, das ist doof. Magische Pfeile nehmen wir noch ein paar. Rüstung. Kettenrüstung. Brauchst 7 in Rüstung. Wir haben keine Punkte. Ja, nö. Dazu müssen wir noch ein bisschen aufstufen. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Das da oben sieht verdächtig aus. Können wir dein Lager durchstöbern? Nö. Hm. Nö. Alles sauber. Karte nicht verfügbar. Achso. Hier sind wir jetzt. Und was ist das da für ein komischer Verbindungsstrich? Nach rechts? Okay. Irgendwo wieder ein Skelett. Ah, das ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Ist hier jetzt wenigstens irgendwo ein Schlüsselloch? Nö. Warum auch ein Schlüsselloch direkt in der Tür machen? Ist ja viel zu albern. Kampf? Oh, da hinten. Oh, 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 oh. Oh, schnell töten, schnell töten, schnell töten, schnell töten. Poinja. Nein, und mein Eisdingens ist kaputt. Und Fröschli will ich nicht haben, um damit gegen das da zu kämpfen. Na gut. 306. Schick. Mehr Münzen. Noch mehr Münzen. Und da geht's nach links. Ich würde aber gerne wissen, wie man die Tür da rechts öffnet. Also gucke ich nochmal da und da rechts nach einem Secret. Nö. Hm. Okay. Dann eben nicht. So, hoch. Da lang, da lang, da lang. Yeah. Tür. Erstmal Licht, dann Tür. Oh, weia. Wir können die Bienen nicht abschießen, weil sie zu hoch sind. Ah doch, können wir anwählen. Okay, das ist dann noch machbar. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Und Frosch auspacken. Damit er schon mal seine Energie regenerieren kann. Und weiter piu, piu. So, reicht das nicht langsam? Ich will nicht so viele Essenzen verballern. Nö, okay. Jetzt aber. So, Bogen raus. Und den Rest wegtackern. Tack, tack, tack.
Das ist eine ganze Menge. Na gut, ich warte kurz, bis die Energie regeneriert und guck so lange, was hier unten ist. Oh. Hallo, Joghurt. Sei gegrüßt, junger Außenseiter. Was? Also, Outsider, nicht Außenseiter. Grüße, alter Mann. Was tust du hier alleine hier? Ich meditiere hier, fernab der Grausamkeit dieses Ortes. Und über was meditierst du hier? Wie ich das Buch der Weisheit erlangen kann. Seit langer Zeit ruht das Buch in dem Loch. Ich kann es nicht bergen, da meine Knochen mich kaum aufrecht halten. Was ist das Buch der Weisheit? Es ist ein magischer Foliant, der seinem Leser Weisheit gewährt. Ich begehre das Buch schon lange, junger Mann. Du siehst agil und stark aus. Es sollte für dich ein leichtes sein, an den Seil hinabzuklettern. Was für ein Seil? Und das Buch zu holen. Ach so, das Seil oben. Was? Hast du all die Stacheln in dem Loch gesehen? Es zu versuchen wäre Selbstmord. Hast du Erfolg, gebe ich dir 100 Münzen. Ich weiß nicht. Ja, 100 Münzen, du mich auch. Wo müssten wir da runterspringen? Oh, Feier. Als erstes muss da noch ein bisschen was kaputt gehauen werden. Primär dieser Knubbel, den man nicht so gut sehen kann und 1000 Monster wütet. Primär dieser Knubbel da, den ich echt nicht anvisieren kann. Was zur Hölle? So, Bienen sind jetzt gleich alle tot. Alter. Bienen sind jetzt alle tot. Und jetzt muss ich so lange schießen, bis ich den Knubbel aus Versehen treffe. Ich kann ihn nicht aus Versehen treffen. Das finde ich jetzt nicht so toll. Sechs. Ne, kann ich auch nicht treffen. Karte nicht verfügbar. Ich glaube, ich markiere das erstmal. Buch der Weisheit. Todessprung. Ach Mist. Wenn ich jetzt weggehe, dann ist das bestimmt alles wieder respawned. Also auch wenn ich jetzt seit anderthalb Folgen nicht abgespeichert habe, glaube ich zumindest, muss ich das jetzt probieren. Wir werden sterben. Jo. Das Knubbelding ist doof. Autosave. Bitte ein guter Autosave. Oh. Sogar ein sehr netter Autosave. Sehr schön. Dann können wir doch gleich nochmal sterben. Und nochmal sterben. Und nochmal sterben. So lange, bis wir an der richtigen Stelle das Seil runterrutschen. Genau. Und Fröschli guckt zu. Flupp. Okay. Versuchen wir das mal ein bisschen zu timen. Also wir springen hoch. Sobald er wo ist. Sobald er oben ist. Fast. Also springen wir hoch, wenn er gerade am Runtergehen ist. Richtig? Weil es ein Ticken später ist? So. Also wenn er oben ist und gerade am Runtergefallen ist. Nö, genau andersrum. Jo. Okay. Das war jetzt Tod Nummer 4. Wenn es noch viel mehr werden, kann ich einen Zusammenschnitt machen. Also jetzt. Fünf. Alles nur wegen 100 Goldmünzen. Wir brauchen gar keine 100 Goldmünzen. In dem Buch steht bestimmt nur 42 oder so drin. Ich mach's aber auf die altbewährte. Also, altbewährt wäre einfach drauf loslaufen. Was jetzt nicht ganz so toll geklappt hat.
Okay, wenn er unten ist, vielleicht. Also am Rand stehen. Ah, geschafft. Oh, sollte noch rechtzeitig wieder. Ah, sehr schön. Buch der Weisheit. Und jetzt stecken wir hier fest. Was macht das Buch der Weisheit? Gibt dir 5 zusätzliche Fertigkeitspunkte. Wenn wir das jetzt benutzen, ist denn die Aufgabe gescheitert? Weil wenn wir ihm das geben, dann wäre es vielleicht weg. Oh, das ist ein Test. Test, wie gut wir sind. Also Paladin gut, nicht gut im Töten oder was auch immer. Das heißt, wir geben ihm das Buch. Er sagt, oh, du bist aber ein netter Mensch. Hier, du darfst das Buch behalten. Und die 100 Goldmünzen und überhaupt. Nee. Genau. Und ich hätte jetzt gerne... Ja, Tränke. 6 war das, ne? Genau. Rezeptbuch kopieren. Oh. Alle Seiten dieses Buches sind leer. Wir können es immer nur abgeben. Ach ja, dieses Spiel belohnt Arschlöcher. Na gut. Hoch. Oh, wir müssen jetzt eine ganz schöne Ecke laufen. Warte mal, wo war das? Haben wir es nicht hingeschrieben? Oh. Nee, das war... Ja, wir hatten es hingeschrieben und dann sind wir gestorben. Vorher nochmal heilen. Ja, komm. Wir speichern kurz ab. So. Dann gehen wir zum Koch. Schiff 3. Und gucken, was wir für die Heiltränke brauchen. Fledermausflügel mal 3. Wollte mich verarschen. Ernsthaft? Das ist nicht schön. Ich dachte, wir kriegen jetzt irgendeine neue Ingredienz, die wir benutzen müssen. Wie roten Schleim oder so. Davon haben wir ja doch dezent was. Wir können Giftverlangsamung herstellen. Und Fallen entdecken. Finde ich jetzt nicht so toll. Karte nicht verfügbar, ja. Stimmt, hier oben waren Fledermäuse. Aber jetzt wirklich stundenlang... Achso, und den Erfolg wieder. Aber jetzt wirklich stundenlang Fledermäuse farmen, nur um 1-2 Heiltränke herzustellen. Schon ganz schön krass irgendwie. Weiß auch nicht. Wir kriegen natürlich auch keine einzigen Fledermausflügel. Oh, nö. Doch, nö. Kein einziger Fledermausflügel. Das könnt ihr knicken. Da sterbe ich lieber ein paar Mal und teleportiere mich zurück zu dem komischen Würfel, anstatt hier, ne, Fledermausflügel zu farmen. Da oben, was war hier? Auch Bibliothek. Haben wir aber keinen Schlüssel für. Ja, nö. Shift 1. Und ich speichere hier mal ab und mache einen kleinen Cut, auch wenn es diesmal etwas früher ist als sonst. Und wir sehen uns gleich wieder.